Monster Hunter World. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe den Monster, ich weiß nicht, wie er heißt. Hüseyin Ahmed, Mehmet, egal. Ich habe den Namen vergessen. Judas Ben-Hur. Wie heißt du nochmal? Wir machen jetzt diese Mission noch einmal mit Britney. Ja, oh mein Gott, sie klaut schon wieder. Geh weg. Ich will alles. Oh, so schön. Oh, er kann nicht nehmen. Du kannst nicht mehr tragen. Nein. Warum? Habe ich nicht. Objektbeutel. Oh nein, ich habe vergessen, die Sachen. Geh weg. Ich habe vergessen, die Dings machen. Die zu stau. Ich habe das Wort vergessen. In die Truhe zu legen, genau. Geld bezahlen. Mit Küssen geht es auch. Okay, was machen wir? Angriff hoch. Bestell. Gratis. So, wir machen jetzt diesen Judas Ben-Hur Monster nochmal. Warum? Weil ich will die Rüstung komplett richtig tragen. In einem Set und nicht in fünf. Wie von Aldi. Also, falls ihr in Aldi kauft, kauft über mich, unterstützt mich. Oh, guck, Britney ist schon aggressiver. Fängst schon an. Britney? Britney! Let's do it! Aber nach dieser Mission, nimm's auf, ja. Nach dieser Mission machen wir definitiv Hauptmission. Also don't worry, be happy. Was ist das? Oh, guck mal, stinkt hier. Oh, Ziege. Döner. Ja. Oh, er lebt noch. Was bist du für ein Haiwan? Du Haiwan-Tier. Geh weg. Was ist das? Nudelbär? Wow, schon atmosphärisch. Also, hast nicht leer gemacht. Ja. Ne? Freust dich, dass ich nicht leer gemacht habe. Anstatt mir das zu sagen. Seht ihr? Meine Teamkameraden sind gegen mich, damit ich nicht alles mitnehme. Ja, ich sehe schon. Sie wollen alles selber, für sich selber beanspruchen. Wie könnt ihr nur, nach dem, was ich für euch alles getan habe? Gaio. Das ist, der Name kommt mir sehr bekannt vor, irgendwie. Daio. Oha, Kopfnuss. Du Vogel. So. Achilles, hast abgenommen. Du bist nur noch Knochen. Oh mein Gott. Ich muss sie wieder mal essen geben. Oh, sie klaut. Lass. Alter, was ist los? Scheiße. Er rastet ja aus. Einmal drücke ich zu viel. Er ist schon am Abgehen. Von wo hat. Von wem hast du sowas? Wirklich. Kraut. Kraut haben wir auch. Schön. Aber sieht schon cool aus, ne? Dark Souls. Ich freue mich. Auf Dark Souls, genau. So. Guck mal. Ich bin so selbstverliebt. Ich muss mich angucken die ganze Zeit. Okay, Britney, komm. So. Zuerst mal schleifen. Was sind das für Waffen? Sieht aus wie Schuhe. Wie Pantoffeln, aber voll. Einrad Manfred ist der Quest beigetreten. Juhu, jetzt spielen wir zu dritt. Very gut, very gut. Jetzt nichts mehr ist er. Aha, da ist er. Okay, let's do it. Also ich finde, zu dritt ist das Spiel viel einfacher.
Also wenn ihr mich fragt, ne? Und ich frag mich, ja. Das Spiel ist zu dritt viel einfacher als zu als alleine. Aber voll. Egal wie stark die Gegner werden. Oh. Wo schlägst du? Steuer auf! Hier gibt's Fischsuppe. Ey. Fischsuppe. Was ist das? Kacke? Das sieht wirklich wie Kacke aus. Er schmeißt uns mit Kacke. Oh nein. Oh nein. Aha, er ist schon stärker. Gefällt mir. Ich hoffe, ich bekomme die Teile, was ich brauche, ne? Damit wir auch weiter in der Hauptgeschichte weitermachen. Natürlich. Ich glaube schon, aber das ist hier. Jetzt das bekommen, was wir wollen. Es ist halt so wie Grinden. Ne? Man muss die Gegner ein paar Mal töten, damit man die Rüstung freischaltet. Oder so. Aber der sieht schon mal epischer aus als Barov. Ne? Voll. Mal gucken, was noch kommt. Die Anya, die müssen wir auch machen. Meine Ex. Ich werde ihr zeigen, wie groß der Held ist. Aha, Manni! Manni ist auch da! Oh. Grüß dich, Manni! Er hat das. Guck mal, was er anhat! Wie es aussieht, wir haben den gleichen Geschmack. Er macht schon mehr Schaden. Das ist gut. Das macht auch mehr Spaß. Sonst wäre es zu langweilig, oder? Ja. Das muss schon schwer sein. Ich will leiden. Ich will Schmerzen. Schnell. Schleif. Schleif, Sam. Schleif. Oh, er rennt weg. Lauf, lauf, lauf. Oh. Nudelbeeren. Überall Nudelbeeren. Was ist das denn? Aha. Guck mal, alle gehen arbeiten. Und was macht Brock? Er forscht. Oh, schon schön. So, da ist er. Let's do it. Lan, Lan, was machst du? Er kämpft immer noch. Mit wem kämpfst du überhaupt? So, seht ihr? Man muss ganz cool bleiben. Er greift mich nicht mal an. Oh nein.
Ja, wenn man zu dritt spielt, ist die Ablenkung natürlich auch genug groß, ne? Aber voll. Na, mach schnell! Allah, Allah. So, Nasen-OP. Mandel-Operation. Warte, Moro, warte, ich helfe dir. Aha, Waffe geht auf. Guck mal seine Füße an. Jö. Ist ein richtiger Fisch. Also man bekommt genug Heiltränke. Ich verstehe nicht, wie man sterben kann. Oder besser gesagt, Entschuldigung, in Ohnmacht fallen kann. Aha, er will wieder wegrennen. Wisst ihr, was ich schade finde? Zum Beispiel die Rüstungen. Manche ein bisschen schwerer, manche ein bisschen leichter. Das wäre Hammer. Ne? Aber das haben sie gar nicht gemacht. Alle sind gleich. Das finde ich ein bisschen schade irgendwie. Ich bekomme noch immer Punkte, ne? So. 10 Punkte. Ich glaube, in Monster Hunter 3 war das so, dass man jedes Mal dieses Wettstein herstellen musste oder kaufen musste. Oder finden. Oh mein Gott, was ist los? Oh, nicht sterben. Also, das Spiel könnte schon schwieriger sein. Oha. Okay. Ich glaube, diese Waffe, wo ich habe, macht keinen guten Schaden bei diesem Gegner. Ne? Weil wir haben jetzt Elementarschaden 10. Und bei diesem Gegner, ne? Ich meine, der kommt aus Wasser. Oder Kacke. Ja, Kackwasser. Oh nein, okay, okay, okay. Oh nein. Oh, oh. Geschafft. Ja. Judas Ben-Hur. Geschafft. Wow. Oh, oh. Nein, ich auch. Oh Gott, ich hoffe, wir können das jetzt, diese Rüstungsmaterialien bekommen, damit wir das herstellen können. Oh, bitte. Das wäre Hammer. Sonst, ciao, Louis. Schnell, schnell, schnell. Oh, da ist doch Knochen irgendwo. Guck mal, wo Britney hingeht. Oh, sie weiß. Sie kennt sich ja aus. Oh, sie hat zu viel gespielt. Alleine, wie kannst du nur? Von wegen, ich spiele nicht. Guck mal, sie hat sogar gewusst, wohin. Wenn du was suchen, wenn du was brauchst, lauf hinter Britney. Sie weiß schon. Siehst du? Oh. Aber voll. Du musst einfach hinter Britney rennen und dann. So. Ja, jetzt darf ich die Sachen nicht vergessen, in die Truhe zu legen. Sonst gelogen. Extra Trainingserfahrung. Juhu! Okay. Überlebensexperte. Genutzte einheimische Pflanzen und Tiere. Monstertreffer mit der Schleuder. Zerstörte Teile. Schon schön. Oh. Naja, ich habe alles gemacht, außer kämpfen. Ne? Auch schon.
Gut, unerschrockene Forscher. In der Kommission gibt es Forscher, die sich in die diversen Gebiete bla 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 bla. Und die, was, wenn du im Schwertmodus ein Monster ausreichend oft getroffen hast, begibst du dich in Raserei. Alter, wer kann das so schnell lesen? Bleib mal so. Oh, Anya, merk mal. Oh, warte mal. Der Anya durchstreift den uralten Wald auf der Suche nach seinem Lieblingsmal. So spannend, es war so spannend. Wie kannst du nur? So. Wir gehen auf die Jagd. Wo gehst du? Nein, nein. Expedition zurückkehren. Genau. Mal gucken, ob ich das jetzt herstellen kann. Ich hoffe schwer. Taxi, genau. Brittany und Manfred, können wir dann die Mission, die Hauptmission zusammen machen oder nicht? Weil, wisst ihr das schon? Also warte, Anja, wo ist Anja? Oh, nicht mehr da drin. Wir sollten uns viel anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. So. Ich will mal zuerst mal die Sachen, Objekte verwalten. Oho, nein. So. Herstellungsliste. Komisch, dass das sich nicht direkt auffüllt. Megatrank. So. Und jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal zum Schmied. Alter, wo war der Aufzug nochmal? Genau da, ne? So. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was herstellen können. Ausrüstung, Schmieden, Rüstung, nein. Nein. Was? Wieso? Nein, ich kann das nicht herstellen jetzt. Oh, so ein Mist. Egal, wir machen mal weiter, ne? Gott. Ausrüstung verbessern. Waffe, kann ich die verbessern? Geht das? Nein, geht auch nicht. Schön. So. Ja. Egal, ich mach jetzt weiter. Ja, Hauptmission. Ne? Wir müssen ja mit diesem Kollegen reden. Mit dem Botaniker. Ich denke, wir können immer noch später Missionen machen. Und so auch, wie heißt das, neue Rüstungen herstellen. Hart am Arbeiten? Hey, wie bitte? Du hast mich murmeln gehört. Ja, der Koch hat mich gebeten, für ihn Zutaten zu besorgen. Aber ich muss doch noch so viel essen. Wo, meinst du das ernst? Du ziehst los und besorgst sie für mich? Viel Glück. Puh, danke, du bist meine letzte Rettung. Wir Fünfer müssen einander helfen. Was?
Hier sind die Details. Viel Glück. Was ist das jetzt? Neue Lieferanfrage. Pilze, Geschenk der Natur. Weißt du, was mir so richtig Lust auf eine Jagd macht? Ein gutes Essen. Ich würde gerne mal diesen sogenannten König der Pilze probieren. Belohnung Königstrüffel. Und dann muss ich jetzt nochmal mit ihm reden? Ist das jetzt so eine Nebenmission, ne? Ja. Glaube ich. Was ist da? Punkte bezahlen mit ja, Ofenbraten. Gesten. Okay. Aufstehen. Aber ich kann doch da noch mit ihm reden. Hä? Wie geht das? Ach so, okay. Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im uralten Wald. Dann wird unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines Großjagras. Kümmere dich darum. Dann bekomme ich die Waden in meine Pfoten. Lass mich nicht hängen. Okay, das sind jetzt Nebenquests, oder? Wo man machen kann. Ich habe den dreimal erlegen müssen, um Rüstung herstellen zu können. Oh. Okay. Töte 7 Gajaus. Aha, guck mal, dann bekomme ich neue. Töte 14 Vespoiden. Oha. Also das heißt, das sind jetzt Nebenmissionen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich die Sachen übrigens weggelegt hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das sind doch Nebenmissionen. Schauen wir mal, ob das so ist. Die kann ich dann annehmen und dann Quest bekannt machen. Schauen wir mal. Ich kenne mich auch nicht so aus. Aha, guck da. Stufe 1, Stufe 2. Genau. Töte 14 Vespoiden. Töte 7 Gajaus. Schon schön. Ja, mir gefällt das Spiel immer besser, ehrlich gesagt. Das sind so die Nebenquests. Pilzeinsatz im uralten Wald. Lieferte 20 Gourmet-Pilzhüte. Okay, dann Pilzeinsatz vielleicht mal zuerst, ne? So, Spieler 3. Bei der Forschungszentrale kannst die auch ansehen und Beutezüge kannst 6 registrieren, glaube ich. Kann man so nebenbei machen. Die kann man dann so nebenbei machen. Ah, du meinst, dann könnte ich mehrere Quests machen. Oder? Meinst du das? Handelshof. Wenn ich jetzt zu dieser Ressourcen-Lady, wenn ich zu ihr gehe, dann könnte ich, schauen wir mal. Wo ist sie? Ich muss mal ein bisschen damit reinkommen halt. Ja, das ist doch mal ein Ding. Also, jetzt. Die laufen nebenbei. Schließe 2 Quests in der Wildnis Turm Ödnis ab. Aha. Ah, ich kann jetzt 6 Stück davon aussuchen, ne? Wie kann ich das wieder rausnehmen? Löschen. Okay. Wie man sieht, ich habe keine Ahnung. Für mich ist das alles auch ein bisschen Lager im uralten Wald aufbauen. Kritisch. Oh, wieso kritisch? Abgeschlossen. Habe ich das schon abgeschlossen? Okay. Gutachten. Anja. Erjagen. Oh, das ist schön. Erjage 4 spezifische Monster. Forschungspunkte 400 Punkte, Rüstkugel 3 Stück. Läuft in 2 Tagen aus.
Oh. Okay. Und was ist da? Schließe zwei Quests in der Wildturm-Ödnis ab. Okay. Was ist das? Sammle drei Insekten. Das ist ja eigentlich einfach. Das sind eigentlich auch Nebenmissionen, aber man bekommt Rüstkugeln, damit man die Rüstungen verbessern kann oder Waffen. Besser gesagt Waffen. Genau. Aber was ich jetzt noch nicht verstehe, wo ist das mit den Pilzen? Nicht da, ne? Das ist gar nicht da. Untersuchungen. Nicht registriert. Alle. Ist das jetzt auch da drin? Also diese Pilze bei den Option-Quests, sind die auch da drin? Wisst ihr das? Einmal ohnmächtig geworden, scheitern. Was ist das jetzt zum Beispiel? Jagduntersuchung. Erjage einen Barov. Aha, und dann was bekomme ich? Zeitlimit 15. Was? Habe ich das richtig gesehen? Spieler maximal 4. Okay. Ja, Lieferungen, was haben wir da noch? Geschenk der Natur. Weißt du, was so. Weißt du, was mir so wie. Was? Weißt du, was mir so richtig Lust auf eine Jagd macht? Aha. König der. Aha. Doch, da, guck mal, Lieferungen. Ist doch diese. Oder? Okay. Nee, ist nicht diese. Ich hab gedacht. Oh, Melek, hallo, willkommen. Mir geht's gut, wie geht's dir? Hallo, hallo. Beutezüge geben am meisten Kugeln. Forschungspunkte. Sammle drei Insekten. Ich nehme das jetzt auch mal. Knochenhaufen. Sammle 6 Mal an Knochenhaufen. Machen wir auf. Ich kann sowieso 6 Stück nehmen. Und die läuft ja nebenbei, ne? Genau. Und bei den Nebenmissionen muss man die einzeln machen. Was ist da? Sammle 4 Pflanzen. Kleine Monster töten. Töte 16 kleine Monster. Sammle 6 Mal an Förderplätzen. Was ist das? Die kleine Monster töten. Kann ich noch mehr? So, jetzt habe ich alle mal genommen. So. Lieferungen. Ja. Aha, guck, jetzt habe ich es bekommen. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Gut. Erfüllt. So. So, jetzt, die laufen bei den Missionen einfach nebenbei, ne? Genau. Untersuchung, das lasse ich jetzt mal. Und jetzt gehen wir nochmal zum... Ist alles neu für mich, ne? Also, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen länger brauche. So, jetzt Nebenmission. Und zwar Option-Quests. Und Stufe 1, Pilzeinsatz im Uraltenwald. Es liefert 20 Gourmet-Pilzhüte. Hüte. So.
Hallo Kanuni nochmal. Hier genau, Melik. Ja, ich bin am Aufnehmen nebenbei. Bisschen. Ich komme auch langsam rein in das Spiel, ne? Also nach 10 Stunden, aber. Also Leute, ich nehme das jetzt an, ne? 20 Gourmet-Pilzhüte. Drei Leute abschließen. So. Quest annehmen. Das ist natürlich nicht so interessant, aber egal, machen wir doch. Ist ein schönes Spiel, wieso nicht, ne? Quest akzeptiert. So, ich warte auf euch. Kann ich schon bereit zum Aufbruch machen? Geht das? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Weiß das jemand? Testen wir mal. Zum Questaufbruch. Ja. Okay. Genau, es geht. Nubi Nubi du. Nubi Nubi du. Alter. Jetzt aufbrechen. Kommen nicht mit. Oh, ich muss warten. Ja, Melik, ja. Ich hätte gerne Party gemacht. Also auch mit Britney und Manfred geredet. Das Problem ist halt, es gibt ein Problem. Und zwar, mein Headset, ne, hat nicht so einen guten Mikro. Das ist dann nicht so gut. Und wenn ich dann mit TS oder so oder mit Discord reden würde, würde ich das Spiel nicht hören. Ja, das ist das Problem. Aber naja. So, jetzt 50 Minuten Zeit. Bei Lieferquests musst du besondere Objekte abliefern. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch abgeliefert. Sie landen also nicht in deinem Objektbeutel. Das heißt, du musst dir keine Sorgen um ausreichenden Platz machen oder darüber, sie persönlich zu überbringen. Was? Überbringen auch nicht. Okay. Liefere im Laufe der Quest die erforderliche Zahl an Objekten, um sie abzuschließen. Nicht zum Abschluss der Quest benötigte besondere Objekte werden automatisch in Seni umgewandelt. Dein Ziel für diese Quest besteht darin, Okay. Materialien zu erhalten und zu liefern. Erster Schritt, finde welche. Juhu. Weiß jemand, ich hab schon 10-mal gefragt, niemand weiß es. Weiß jemand, für was das ist? Leere Fiole. Weiß das jemand? So, hat es jetzt angefangen? Ja. Okay, let's do it. Oh nein, ich muss noch essen. Oh. Mit Geld bezahlen. Habe ich schon gegessen? Nein, ich glaube nicht, ne? Oh, mein Gott. Oh. Immer dasselbe, oder? Guck mal, er hat noch nie gegessen in seinem Leben. Hat. Let's do it, meine Freunde. Jetzt, wir haben keine Ahnung natürlich. Pilze, ne? Vergiss nicht. Pilze, wir brauchen Pilze. Oh, Pilze. Wo-Pilz? Nein. Britney sucht. Such, Britney, such. Oh, Fuß. Fußspuren. Ich habe wieder Lust auf große Monster. Normal. Ah, die kleinen Monster kann ich ja auch töten. Ne? Ich habe ja angenommen. Oho. Also diese kleinen Monster kann ich auch töten, Leute. Also, let's do it. Oh, er ist schon tot. Oh mein Gott. 1 und 16. Juhu. Ah, 2. Das bedeutet, wenn ihr sie auch tötet, dann zählt das auch. Oh, schon schön.
Canım benim, wieso machst du so? Ich drücke. Tu doch deine Waffen weg. Oh, Horror. Die können also für mich auch arbeiten. Also arbeiten, ich meine, für mich die Mission erledigen. Schon schön. Oh, jetzt macht es noch mehr Spaß. Definitiv. Wo sind die Pilze übrigens? Keine. So, Feldforschung. Juhu. Wo sind die? Aha, da. Nein. Boah. Er rennt weg. Oh nein. Hast du Schmerzen? Ich muss diese Kisto. Kennt ihr diese Gegner? Ich brauche die. Definitiv. Oh. Ja, ich will diese Gegner töten. Noch 9. Noch 8. Oh. Gut, dass es nicht so lange dauert, ne? Ja, das wäre natürlich zu schlimm. Was bekomme ich? Rohes Fleisch. Keine Knochen? Okay, ich glaube, ich bekomme gar keine Knochen. Oh. Gutachten, kleine Monster töten. 9. Okay, nicht einen Pilz habe ich gesehen bis jetzt. Blumenbett. Was war das nochmal? Erforschen. Guck mal, so viele Punkte. Das ist schon wichtig, ne? Man wird hier gezwungen zu forschen eigentlich. Sieht so romantisch aus. Mein Kind. Ich könnte die ganze Zeit Blumen pflücken. Kann man diese kleinen süßen Dinge auch töten? Ja. Aber man bekommt nichts. Was macht ihr? Auf die Karte gucken. Oha. Also ich habe nicht einen einzigen Pilz gesehen bis jetzt. Interessant. Und wenn ich nicht suche, sind sie überall. Wirklich. Also. Aha. Pukai, Pukai. Oho. Aha. Da sind sie. Gehst die Rüstung von denen habe ich noch nicht. Wieso? Wieso nicht? Schon schade. Britney, was machst du? Wo bist du, Britney? Kestodon. Gourmet-Pilzhut. Aha, noch ein Gegner. Noch einen kleinen Monster und dann haben wir alle. Juhu. Ja, das ist gut. Also man kommt schon voran. Extrem. Vor allem, wenn man nicht alleine spielt. Wie man sieht. Boah, ich sammle Pilze. Wo? Ah, du sammelst die. Und ich dachte, wieso geht das hoch? Ey, das ist wohl gut. Wir müssen immer zusammen spielen. Alter, zusammen? Guck mal, wie schnell. Wie schnell ich alles bekomme. Das ist so schön.
Also jetzt fühle ich mich schon wie ein König. Ja? Genieße. Genieße es. Das sind deine. Das sind gezählte Tage. Also wenn man zu dritt, viert oder so spielt, dann dauert das Spiel definitiv nicht so lange, wie es aussieht. Ne? Weil alleine ist halt schon viel Arbeit auch. Pukai, Pukai. Pukai, Pukai, wo bist du? Ich will eigentlich von allen Monster. Aha, da. Was ist das? Oha. Wie lange haben wir Zeit? Oha, guck mal, wer ist das? Pukai, Pukai. Das ist er. Ernst. Ich glaube, der ist schon ein bisschen stärker, ne? Ich glaube. Als Barov. Guck mal, er rennt jetzt schon weg. Wo rennst du? Oh Mann, meine Waffe. Oh nein. Oh oh. Ist das Gift? Aha, guck, jetzt kämpfen sie wieder. Godzilla gegen King Kong. Nein! Oh nein! Geh weg! Man sieht anscheinend, Luke hat das gesagt, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Er hat gesagt, wenn der Monster wenig Leben hat, also am Sterben ist, dann sieht man so einen Totenkopf auf der Karte. Ja, muss ich mir mal ein bisschen merken. Oh. Warte, wieso geht die Waffe so schnell kaputt? Nicht schön. Oh. Also ihr wisst natürlich, wenn wir nicht 20 Pilze haben, egal was wir bekommen, ne, wir können das dann nicht behalten. Das deswegen, also aufpassen, versuchen, also die Mission auch abzuschließen. Ja, wen suchen wir jetzt? Ich will den Pukai Pukai, guck, er ist da oben. Sammelst du noch Pilze? Perfekt. Du hast die Materialien, die du benötigst. Ich markiere die Fundorte auf der Gebietskarte. Oh. Okay. Aber ich will schon den Pukai Pukai töten. Ich glaube, er ist da oben, oder? So. Entfernt alle Giftstoffe und stellt Gesundheit geringfügig wieder her. Ja, noch drei. Aber vielleicht wartet vielleicht lieber, nicht gleich töten, weil wenn wir... nicht gleich töten, ich meine nicht gleich alle sammeln, sonst... Oh nein. Können wir gegen den Monster nicht mehr kämpfen, da habe ich eigentlich noch. Wenn ich das jetzt nehme, ist fertig, ne? Wie lange haben wir? 37 Minuten. Ja, nimm kein
Einer fehlt noch. Nimm nicht. Ich habe gefunden. Nimm nicht, damit wir diesen Puckhai töten können. Also sammle nicht auf, wenn es möglich ist. Damit wir es markieren. Ja, jetzt zu spät. Aha, da. Okay. Ach, das. Wir finden schon. Ach, wir finden schon. Da ist es. Er ist hoch. Oh, wo gehst du hin? Hä? Hä? Wo gehst du hin? Er geht schlafen. Er geht schlafen. Da war ich, glaube ich, noch nie, oder? Ja. Sieht cool aus. Unheimlich. Oh nein. Ja, und jetzt? Was machen wir? Keine Ahnung, wo er sein könnte. Da vielleicht? Nee. Glaube ich nicht. Oder doch? Oh. Was ist das? Nudeln. Üff. Da war ich aber wirklich noch nie. Unheimlich. Oh, was ist das? Alte Kerben. Der Beutezug ist abgeschlossen. Juhu! Schön. Dunk. Oh, Dunk. Ich weiß schon, was Dunk ist. Das ist Kacke. Wenn wir so verarschen. Dunk. Es gab mal so einen Fußballer aus Brasilien, der hieß Dunga. Herr Kacke. Naja, es gibt ja noch ein Kaka, ne? Naja, auch schön. Wieso nicht? Aha, er ist da. Oh, was ist das? Entschuldigung. Sickte. Was ist das für ein Gegner? Rathalos. Oha. Ich denke nicht, dass wir den besiegen können. Ich habe das Gefühl, der ist zu stark. Oh Gott. Sollen wir angreifen? Man lebt nur zweimal. Let's do it. Okay. Ist das ein Drache? Naja. Oh Gott. Oha. Du bist ohnmächtig gefallen. Alter, er hat mich einmal getroffen. Manfred, lauf. Lauf. Scheiß auf den... Leute, wisst ihr was? Scheiß auf den... wie heißt der? Kaku. Ich hab vergessen. Scheiß auf ihn. Ich glaube... Wir machen mal weiter, sonst ja, sonst müssen wir jetzt alles suchen. So, da habe ich Pilze gefunden. 20. Ist das jetzt fertig? Hab Ziel abgeschlossen. Juhu! Rückkehrort auswählen. So. Gruppe auflösen und zurück, genau.
Alter, ein Treffer? Ich bin gar nicht gestorben. Mich gab es gar nicht. So, jetzt haben wir. Ist das jetzt. Wir haben eine Nebenmission gemacht, oder? Palico Stufe 8. Lieferheld. Juhu! Also ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Wenn man das jetzt so spielt, ne? Also, ich muss sagen, es ist schon anders. Man muss schon sich konzentrieren und so, aber so ganz am Anfang vielleicht war ein bisschen überladet, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ja, schon schön. Palico-Tipps. Palico-Gadget. So. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Nee, warte. Bevor wir das machen, muss ich jetzt mit ihr nochmal reden, ne? Damit ich die Sachen bekomme. Lieferungen. Wow. Wir fangen jetzt also einen Drachenältesten. Damit werden wir uns in die Welt des Schmerzes begeben. Okay, was hast du gefunden? So. Ich gebe hier einfach jetzt mal alles ab. Wow. Lieferungen. Erfüllt, ne? Okay. Heute zu. Züge. Was haben wir da nochmal? Schließe zwei Quests in der Wildnis. Aha, okay. Sammle drei Insekten. Habe ich nicht? Alter, ich nehme alles mit. Und er sagt, ich habe nicht. Sammle sechsmal an. Förderplätzen. Weiß jemand, was das ist? Förderplätzen. Weiß das jemand? Keine Ahnung. Sammle fünfmal Honig. Schließe drei Quests in der Wildturmödnis ab. Und da ist das zweimal. Aha, okay. Knochenhaufen. Ja, das habe ich genug gesehen. Können wir auch nehmen. Zwölfmal an Förderplätzen. Nein, ich will nicht das. Habe ich das Falsche genommen? Sammle 5 Insekten. Schließe 3 Quests im uralten Wald. Also ich nehme mal Honig. Schließe 3 Quests in der Ölwildnis. Wildturmödnis. Okay. Was ist das? Kann ich die auch nehmen? Die habe ich schon abgeschlossen. Okay. Oder? Genau. Anja läuft in 2 Tagen aus. Ich kann die jetzt nicht mehr nehmen, ne? Weil wir schon die genommen haben. Kann das sein? Na, okay, dankeschön, Manfred. Wenn ich die mal rausnehme, kann ich die nehmen? Nee. Okay, also die kann man einfach direkt machen. Okay, verstehe. Gut, dann vielleicht noch 3 Quests ab. So. Gut, okay. Und jetzt zuerst mal die Sachen zurücklegen. Was ist das? So. Was ist das? Kräutermedizin. Okay. Jetzt noch eine Nebenmission, oder? Ja. Questtafel bekannt machen. Optionen Quests abgeschlossen. Wieso ist das rot und das blau? Das interessiert mich jetzt. Wo steht das? Was ist das? Pilzeinsatz. Und da, wieso ist das jetzt da zum... Ah, ich muss nach oben mit dem Koch reden, glaube ich, ne? Ich glaube. So, Stufe 2, machen wir das jetzt.
Die Befristeten laufen automatisch. Okay, Dankeschön, Phil. Super. Mit welcher Waffe spielst du denn? Mit Doppelklingen. Ja. Okay, alles gerne mit. Ja, das ist super, weil dann können wir Nebenmissionen machen. Zum Beispiel töte 7 Gajaus, töte 14 Vespoiden. Ich denke, das ist einfacher. Machen wir das zuerst. So, abschließen. Ja, das machen wir im nächsten Part. Danke und vergiss nicht zu liken, falls euch die Videos gefallen. Bis dann.